Was spannend wird, wird auf jeden Fall der Keller. Ja. What the fuck? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder Lost Place mäßig unterwegs. Hier mit neuer Gruppe. Sag mal hallo. Hallo. Und zwar haben wir hier mitten im Wald, mitten im Nirgendwo, was Neues gefunden. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf Erkundungstour, oder? Sei denn, du hast Sicherheitsstufe 3 Schuhe dabei. Fuck. Take it. Sehr gute Idee, vielleicht tatsächlich. Ja. Keine Verletzten, Ich habe schon mal die sanitären Einlagen gefunden. In welchem Zustand sind sie? Benutzbar. Kennst du schon? Ja. Möchtest du uns was ein bisschen über das Gebäude erzählen? Ich weiß nur, dass es ein Hotel ist. Ja. Den Rest habe ich vergessen. Das sieht man hier aber ganz cool, das sieht aus wie so ein normales Hotelzimmer. Naja, Tapete hält nicht mehr so ganz. Und ansonsten hier zwei Betten. Hier ein eigenes Klo. Weil siehst du ja hier die ganzen alten Spülkasten, wo du noch gezogen hast. Ja. So ein Spiegel-Selfie machen. Diese Duschspüle. Nee, das ist eine stabile Wand hinter. Keine Ahnung, warum die neue Vertiefung da noch vorgeknallt haben. Das sah bestimmt schöner aus. Dominik, du hast schon wieder hier Station für dich gefunden. Ich weiß gar nicht, wofür das ist, ey. Ich wollte es jetzt nicht ausprobieren. Jetzt kann man nicht mehr raus. Aber das ist auch scheiße. Hast du mit dem Flur die Rohre hier? Ja. Das ist nicht so schön. Was spannend wird, wird auf jeden Fall der Keller. Ja. Ich hab hier zwei. So, nächstes Stockwerk, Leute. Ich glaube, das ist schon das letzte. Das ist der Dachboden. Ja. Oh. Oh, alter Schwede. Ja, los, komm. Okay. Jetzt mal hin. Ich muss ein bisschen Druck drücken. Das wäre automatisch machen. Oh, das ist gut so. Ja, also. Ich bilde dich jetzt aus zum Praktikanten. Gang, es geht in den Keller. Das Beste kommt zum Schluss. Place Encounters. Oh, es gibt sogar noch zwei Kellergeschosse, Leute. Cool. Hat er noch eine Taschenlampe mit? So, das haben wir hier ein Problem. Sascha, hast du mal eine? Du bist der Einzige, der hier das Ding mit hat? Ja. Habt keiner eine Lampe? Nee, ich hab echt nicht gedacht, dass du dunkel wirst. Ich auch nicht. Gut, dass wenigstens einer mitgedacht hat. Das, oh, wir sind in der Küche. Oh! Also da hinten wird nichts mehr sein. Wir gehen einfach geradeaus durch einfach. Ist hier nochmal eine Küche? Ich wette, das ist gut. Da sind wir durch, du Dödel! Hä, bin ich gerade im Kreis gelaufen? Du hast keine Orientierungssinn, kann das sein? Ich hab gerade gar keinen. Lacht mich nicht aus! Dann gehen wir jetzt hier. Okay, nein, gehen wir nicht. Boah, das sieht übelst geil aus, wenn der jetzt wirklich ohne Licht jetzt mal da den Flur anguckt. Soll ich mal die Lampe ausmachen? Ja, das werden wir machen. Gut. Boah, fuck. Es ist echt saudunkel. Das macht auch Spaß. Fuck. Deswegen hatte ich ja jetzt mal vorgeschrieben, dass wir da. So, okay, alles voller Blätter. Aber da unten kommt Licht, also. Wirklich großartig was sein. Guck erstmal vor. Ich gucke hier erstmal mit der Kamera um die Ecke. Jetzt. Geh mal weiter. Die Tür werden wir wahrscheinlich nachher noch von innen sehen. Das kann nicht so, da drüben machen wir schon. Jetzt geht's wieder. Was war das hier? Oh, siehst du das? Gas? Nee, Gas, ja, riechst du nicht unbedingt. Ja, fuck, ist das die Wäscherei? Deswegen riecht das hier so, das ist wegen Chemikalien. Nee, wegen der Wäsche. Wenn die eine Zeit lang nickt, dann murmelt die über. Oh, deswegen stinkt das hier so. Oh, es stinkt wirklich abartig. Oh, hier ist so ein Wäscheschacht, guck mal hier. Dann steigt nur schon die ganzen Waschmaschinen. Die sind die ganzen. Fehlerhaft, hier drüben. Oh, das läuft cool.
Von denen habe ich, glaube ich, eine Mikrowelle. Ach hier, Wäsche. Also ich warte noch auf die richtige Heizung. Ne? Irgendwo muss das ja alles hinführen. Jedenfalls ein Klimagerät. Aber ich meine, irgendwo in irgendeinem Raum muss das ja alles zusammenführen. Die ganzen... Ja, jedenfalls eine Heizung sollte... Guck hier, das geht ja alles in die Richtung. Ja, das ist ja nur Lüftung alles. Oh, ich habe es gefunden, was ich suche. Also hier, die Lüftung ist noch angeschlossen, die da vorne ist ab. Oh, hier kannst du mal reingucken. Ist ja richtig jugendforscht heute. Weißt du, was wir jetzt nochmal machen? Richtig. Der hat die Licht, das ist nicht. Oder wir stellen mal ganz runter. Ja, dünn mal richtig, damit mal ein bisschen Stimmung aufkommt. Das sieht doch schon eher nach Heizung aus. What the fuck? Wie ist das da hochgekommen? Okay, ich glaube, ich muss mal sehen. Da ist diese Tür, die wir gefunden haben. Hat er mir bitte Puppen gekauft und hat die hingelegt und hat die noch exakt noch verkehrt gemacht? Das ist die in die Tür. Ja, ja. Das ist die, die wir von außen gesehen haben. Ist das stabil? Ich hoffe es. Ja, ja. Das ist halt noch stabil. Und das sieht aus, als wäre es ja, mit Kohle. Da liegt noch was drin. Ein bisschen hast du nicht. Das ist der Öl. Ölgastank. Da ist ein Datum von 97. Da ist 96, 24, 93. Viel zu spät an der Aufnahme. Hast du? Hab ich. Diese Mülltonne, die lassen wir mal zu. Feedback. Wie fandet ihr? So, das war's jetzt mit diesem Lost Places-Ausflug. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal beim Dominik vorbei, der ist verlinkt. Und ansonsten, wenn euch dieses Lost Places Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.